Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Ja, wie gesagt, ich habe immer noch Ruckelprobleme. Es liegt nicht am Computer, es liegt einfach an Traps im Aufnahmeprogramm. Ich habe mit Bandicam schon probiert und allen möglichen anderen Programmen, aber da ruckelt es ja noch mehr. Ich nehme die jetzt wieder auf und ich weiß nicht mehr so richtig, was ich tun soll, weil es einfach nur noch ruckelt. Es ist nur noch am Ruckeln. Und das ärgert mich halt sehr, sehr extrem. Und es macht bitte noch keinen Spaß aufzunehmen. Naja. Und für euch ist es ja auch nicht so angenehm. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt plötzlich passiert. Einfach so. Aber auf jeden Fall, nein. Nervt es mich. Aber das können wir jetzt nicht ändern. Ich sage jetzt einfach nicht mehr, wenn es ruckelt. Wenn es ruckelt, dann tut es mir leid. Ich hoffe, ich soll euch nicht zu doll. Aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Wir spielen jetzt erstmal einfach. Wenn es wirklich extrem schlimm sein soll, dann muss ich gucken, ob ich den PC mal formatiere oder sowas. Weil dann sind halt die ganzen Einstellungen weg. Die müsst ihr dann alle sichern. Und das Sichern, naja, das kann auch mal schief gehen. Deswegen würde ich sagen, spiele ich Tomb Raider 2 jetzt noch zu Ende. Und dann würde ich ihn erst formatieren vielleicht. So, hier hoch. Mit DxTory kann ich leider Tomb Raider 2 und 3 nicht aufnehmen. Ich kann erst bei Tomb Raider 4 mit DxTory aufnehmen. Irgendwie läuft das Programm bei älteren Spielen nicht. Fraps hat ja auch voll gut geklappt in der letzten Zeit. Aber jetzt halt kurzzeitig nicht mehr. Es gibt laufende Frame-Einbrüche. Die sind auch wirklich nur für eine halbe Sekunde oder so. Aber sie nerven einfach. Mein Gott, wo ist denn die Klappe aufgegangen? Hier oben? Nee, das sind wir ja schon wieder von der Schuss, vom Schuss sozusagen weg. Ich kletter mal hier hoch. Ich nehme doch erstmal nur eine Folge auf und guck danach nochmal, was hier los ist. Was mich einfach komplett annervt. Es sind nur 39 Prozesse bei mir. Vorher waren es 70 und es hat gut funktioniert. Und jetzt sind es nur 39 Prozesse. Ich habe ich gerade das Geräusch gehört. Lass mal gucken jetzt. Auf jeden Fall ist voll nervig, aber ich will jetzt nicht mehr davon reden. Wir nehmen es einfach jetzt so an, wie es ist, weil man kann es halt einfach nicht ändern. Ach, da oben, wie will ich denn da hochkommen? Aber wie komme ich, soll ich denn da hochkommen, bitte? Was war das überhaupt jetzt? Muss ich vielleicht so machen und so machen? Ah, und jetzt kommt man hier hoch. Okay, verstanden. Speichere vorher nochmal ab. Ja, hier ist die Klappe aufgegangen, tatsächlich. Okay. Okay. Hat wohl nicht geklappt. Nochmal. Entschuldigung, ich weiß, es ist voll nervig, aber egal. Was? Was? Oh Gott, das kann jetzt so eine Katastrophe werden. Ich will kein Medipack mehr nehmen eigentlich.
mal geklappt. Ich speichere hier mal kurz zwischen, weil das ohne Lebensabzug geklappt hat. Ah. Das hat auch geklappt ohne Lebensabzug. Speichern. So. Ah. Okay. Dum, 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 dum. Ich weiß, es ist eigentlich voll nervig hier alles. Ja, aber kann ja noch nicht im Ecken hangeln, deswegen muss man jetzt hier runter. So. Geschafft. Oh. Und hoch hier. Hoch hinaus. Was? Jetzt. Habt ihr was denken können? Ich scheine wieder auf sicherer Fährte zu sein. Ah, wir sind beim. Ah, es kommt eine Videosequenz, glaube ich. Ja, es kommt jetzt eine Videosequenz. Wir sind am Ende des Levels. Viel Spaß. Die Videosequenz ist ja animiert. Da wird ja auch gesprochen. Deswegen wird die auch aufgenommen. Bis. Ja. Ich lese das mit der Endstatistik vor und dann geht's los. Also, Temple of Xian. Wir haben 52 Minuten und 22 Sekunden gebraucht. Wir haben den jetzt noch nicht aufgesammelt, aber gleich mit einer Videosequenz, da sammelt sie den Xian auf, also keine Angst. 2 von 3 Geheimnisse gefunden. Das 3. Geheimnis habt ihr sogar gesehen. Das habe ich euch sogar gezeigt in einer der letzten Folgen. Ja, halt 52 Minuten, also doch länger. Das Goldene war halt ganz am Anfang bei diesem Wasserfall, als wir da runtergerutscht sind, und das andere war auch nicht weit entfernt. 32 Gegner besiegt und dazu 1,0 Medipacks, das auch für wahnsinnig viele Fallen extrem gut. 444 Munition verbraucht und 371 Treffer gehabt, jetzt nicht so optimal, gerade weil ich mit den Spinnen ein bisschen rumgefaked habe. Da sind einige Kugeln daneben gegangen, aber es ist noch verzichtbar. Und 4,16 Kilometer sind wir an dem Level gelaufen. Das war der Tempel des Xian. Ich spiele euch jetzt noch die Videosequenz ab und dann sind wir auch im nächsten Level. Bis gleich. Oh. Normalerweise kommt hier aber eine Videosequenz. Ich wundere mich ja sowieso, warum plötzlich die Videosequenzen nicht mehr aufgenommen werden und warum plötzlich auch jetzt keine Musik mehr kommt. Ich wundere mich da sehr drüber. Ich habe eigentlich auch nichts gelöscht. Tut mir leid, dass die jetzt irgendwie nicht gezeigt worden ist. Vielleicht mache ich nochmal ein Video dazu. So. So, oh mein Gott, wir haben nur noch einen Saver. Saver, genau. Und zwar Floating Islands, auf Deutsch die schwimmenden Inseln. Hier brauchen wir jetzt eindeutig bessere Waffen. Das ist auf jeden Fall schon mal so. Oh, 400 M16, die brauchen wir jetzt auf jeden Fall sehr oft. Aber Leute, wir sehen uns dann nachher wieder, wenn es wieder heißt Tomb Raider 2, denn wir haben ja gerade ein Level beendet. Aber ich werde gucken, ob ich jetzt irgendwie nochmal den Computer irgendwas mit dem mache, weil es mich schon ziemlich nervt mit diesem Rumgeruckle. Auch wenn ich inzwischen das gar nicht mehr merke. Also jetzt gerade letzten Minuten habe ich es gar nicht mehr mit richtig gemerkt, wenn man einfach im Spielfieber ist und das Geruckle gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber ich gucke nochmal, ob man jetzt irgendwas nochmal ändern könnte. Okay. Und hier an der Grafik, irgendwo konnte man hier noch das sehr verpixelt darstellen. Ruckelt es denn da weniger? Ich guck mal kurz auf die Frames oben. Nee, nicht wirklich. Naja, bis gleich, Leute. Oder bis in ein paar Minuten.